Ein klares Ja, ich kandidiere. Ich habe was mitgebracht vom Balkon meiner Schwiegermutter. Eine Frühlingsblume als Symbol hier für einen Neuanfang, für Aufbruch, Aufbruchsstimmung. Wir haben einen langen Winter gehabt in Österreich. Es war ein Rekord an düsteren Tagen. Und was fürs Wetter gilt, gilt leider auch für die österreichische Politik. Es ist düster geworden an diesem Ort Politik. Und das ist eine Tragödie meines Erachtens. So, wenn Österreicherinnen und Österreicher an Politik denken, dann haben sie drei Hauptassoziationen, drei Worte, die ihnen in den Kopf kommen. Erstens Korruption, zweitens Stillstand und drittens Lügen. Und ich will, dass wir NEOS kämpfen, um diese Tragödie zu beenden. Ich möchte mich einsetzen, ein persönlich leidenschaftliches Thema für Bildung. Meine Vision ist, dass wir jedem Kind in Österreich die Flügel heben. Die sollen wie ein Tiroler Adler sich entfalten können. Ich möchte und habe selber drei Kinder, dass wir alle Talente aufblühen lassen wie die Frühlingsblumen. Ich möchte, dass wir die Demokratie erneuern als NEOS, Persönlichkeitswahlrecht stärken. Person vor Partei, das ist unsere Logik. Das heißt aber auch Parteienförderung kürzen um 75% bis 2020. In Österreich holen sich die Parteien aus unserem Portemonnaie 13 mal so viel pro Kopf an Parteienförderung wie in Deutschland. 13 mal so viel. Wir haben 11 Jahre lang die Familienbeihilfe nicht erhöht, aber ganz verlässlich jedes Jahr die Parteienförderung. Zuletzt haben wir sogar 20 Millionen draufgelegt. Deswegen, ich will mit euch ins Parlament, ich will mit NEOS in die Bundesregierung, in die nächste Bundesregierung, weil ohne uns wird sich nichts ändern. Deswegen 169 Tage gemeinsam vorwärts anpacken. Ich freue mich drauf. Applaus